Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Liebe Freunde des schwarzen Humors. In den letzten Wochen war ich ja etwas still, aber eine kleine Schöpfungspause für den Frühjahrsputz sei auch mir vergönnt. Heute habe ich für euch einen kleinen Rundumschlag vorbereitet zu folgenden Themen: FDP, Steueroasen, Frauentausch, Alternative für Deutschland, der kleine Diktator, aber liest, hört oder seht selbst. Tom und ich wünschen euch viel Freude dabei in einer Zeit, in der die Freude oft so rar ist. Bei Pfui gibt es jetzt den neuen Reisekatalog für die FDP-Wähler, sprich für die besser verdienten, nicht für die, die es besser verdient hätten. Wie auch in den vergangenen Jahren bereits liegen Steuer- und Offshore-Asen voll im Trend, nachdem die deutschen Steuerfahnder eine Steuerhinterzieher-CD, ja, das ist so ein Knüttelwort hier, Steuerhinterzieher-Liste auf CD, so muss es heißen, nach der anderen aus der Schweiz kaufen. Das ist in einer Zeit, in der Otto-Normalverbraucher unter der Steuerlast zusehend verarmt und dann mit seinem geringen Einkommen bei seiner Hausbank saftige Gebühren für Kontoführung, Überweisung etc. bezahlen muss. Obwohl diese gerade mit seinen Steuergeldern gerettet wurde. Nicht zu fassen. Andererseits helfen die Banken den Armen. Großunternehmern ihre Firmensitze in die unendlichen Weiten des steuerfreien Universums zu verlegen. Ganz legal, versteht sich. Leistung aus Leidenschaft. Im Gegensatz zu unseren Banken hat unsere Angie wieder einmal Klasse bewiesen. Beim Frauentausch, der Frauenquote. Da hat sie doch glatt die Please Hold von der Leyen samt Frauenquote bis zu ihrem Abdanken in die Warteschleife verbannt. Der von der Leyen geht es jetzt wie Papst Franziskus, der auch warten musste, bis Benedikt der 16. das Zepter aus der Hand gab. Aber dass sich Angie die Erste aus dem Merkelschen Sande an dem Papst ein Beispiel nimmt und eines Tages freiwillig abdankt für die Frauenquote? Och Leute, nee, also da habe ich so meine Zweifel. In Nordkorea, beim Diktator, der so schön mit den Säbeln rasseln kann, schaut es nicht besser aus. Der kleine Kim hat im kommunistischen Kindergarten auch schon immer am liebsten mit Rasseln gespielt. Auch wenn es jetzt etwas ruhiger geworden ist, nachdem sein chinesischer Patenonkel verlautbaren ließ, wenn nicht Ruhe einkehrt, dann nehme ich dir die Rasseln weg. Denn die vielen US-Marines, die dem Ruf der Rassel in die Region gefolgt sind, haben den chinesischen Patenonkel mächtig verärgert. Aber wieder zurück in unser wunderschönes Land. In Angies Euro-Wunderland. Zu den meisten von uns leider keine wirkliche Alternative haben. Wohin sollen wir noch fahren, nachdem die glorreiche Politik dafür gesorgt hat, dass wir selbst als Zahlende und nochmal Zahlende Gäste in einigen Nachbarländern selbst als Urlauber nicht mehr wirklich willkommen sind? Da bleibt für viele von uns der Urlaub im eigenen Lande alternativlos. Um es mit dem Lieblingswort unserer Regentin zu sagen. Sie genießt ihre Macht, wenn sie die Sätze, die mit dem Wort alternativlos enden, verkünden kann. Doch haben wir wirklich eine Alternative? Also, Leute, die frisch gegründete Alternative für Deutschland ist es sicher nicht.
Dort haben sich alle verbitterten, rückwärtsgewandten konservativen Möchtegern-Politiker versammelt, die an chronischen ADHS leiden und nichts anderes als öffentliche Aufmerksamkeit wollen. Für heute, denke ich, habe ich eure Aufmerksamkeit ausreichend in Anspruch genommen und verbleibe alternativlos bei 10 Bier. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz 10 Bier. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank. Kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank. Überall und nah. Immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.